Gestern, meine Damen und Herren, haben wir uns am Schluss kurz mit dem Drehimpuls beschäftigt und das werden wir auch nur kurz halten jetzt in dem Zusammenhang, weil der Drehimpuls bei der Punktmechanik eigentlich keine große Rolle spielt. Das ist auch leicht zu erklären, weil Massenpunkte oder Teilchen sind ja definitionsgemäß Gegenstände, die keine signifikante innere Struktur aufweisen. Und daher kann ein Massenpunkt auch nicht rotieren. Wenn es also um Rotationsbewegungen geht, vor allem um die eigene Achse, muss man um ausgedehnte Körper betrachten. Und das werden wir dann im Zusammenhang mit der Mechanik des starren Körpers machen. Dort aber wird wiederum der Drehimpuls wichtig sein. Und insbesondere wollen wir diesen Drehimpuls also hier jetzt gleich auch betonen. Weil es neben dem Impuls auch für den Drehimpuls einen Erhaltungssatz gibt. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, was wir gestern da noch aufgeschrieben hatten. Wir haben nämlich gefunden, dass für den Drehimpuls etwas Ähnliches gilt wie für den Impuls. Bei dem Impuls hatten wir dp nach dt gleich F Pfeil. Die Kraft ist die Ursache für die Änderung des Impulses. Und jetzt beim Drehimpuls, das ist also so in Parenthese, haben wir entsprechend dL nach dt ist gleich N Pfeil. Also das Drehmoment ist die Ursache für eine zeitliche Änderung des Drehimpulses. Und aus dieser Gleichung, die wir gestern noch hergeleitet hatten, kann man nun in analoger Weise wie beim linearen Impuls P einen Erhaltungssatz herleiten. Und dieser Erhaltungssatz bedeutet dann, wenn das äußere Drehmoment verschwindet, dann ist der Drehimpuls konstant. Erhaltung des Drehimpulses. Wenn das äußere Drehmoment verschwindet, dann ist der Drehimpuls konstant. Und damit haben wir eine weitere Größe neben dem linearen Impuls, die unter einer gewissen Voraussetzung natürlich immer zeitunabhängig ist, also erhalten bleibt. Solche erhaltene Größen spielen in der Physik eine ganz wichtige Rolle, weil eben aufgrund der Erhaltung einer solchen Größe man relativ einfach oft Rückschlüsse auf das Verhalten, manchmal sogar relativ komplizierter Systeme, ziehen kann. Das hier ist natürlich so, wie wir es aufgeschrieben hatten, nur für ein einzelnes Teilchen, das sich heute bewegt, abgeleitet. Aber man kann verhältnismäßig einfach zeigen, das habe ich ja in unserem Buch dann Ihnen dann dargestellt, dass man das auf Systeme von Massenpunkten erweitern kann, verallgemeinern kann, so ähnlich wie das auch beim linearen Impuls der Fall ist, dass also generell der gesamte Drehimpuls konstant bleibt, wenn das gesamte äußere Drehmoment, das auf einer ganzen Punktwolke von Massenpunkten angreift, dann eben verschwindet. Also das lässt sich auch verallgemeinern auf Massenpunktsysteme.
sofort, gilt auch für Systeme von Massenpunkten. Bitte schön. Ja, also die Frage war mir nicht ganz verständlich. Wenn zwei Systeme zusammenstoßen, wo eines einen linearen und das andere einen Drehimpuls hat, oder was meinen Sie? Sagen wir mal, ich werde jetzt von einer Kugel getroffen. Erstmal linear, die hat jetzt nur einen Impuls, irgendeine Nummer. Und die zweite hat denselben Impuls, aber noch einen Drehimpuls dazu. Also die dreht sich halt, ist aber dann... Wenn die Drehmoment weitergeben, solange die Reibung groß genug ist. Also die Frage ist ganz einfach zu erklären und zu beantworten. Es werden in diesem Fall separat beide Größen erhalten bleiben, der lineare Impuls und der Drehimpuls, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, nämlich, dass eben sowohl die gesamte äußere Kraft als auch das gesamte äußere Drehmoment verschwindet. Ja, was Ihnen dann da weh tut oder nicht, das kann ich schwer dazu sagen, aber jedenfalls, es wird einfach beides erhalten bleiben. Wir werden ein solches Experiment am Ende dieses Abschnittes über die Erhaltungssätze machen, allerdings nicht mit dem Drehimpuls, sondern wir werden anhand eines eindimensionalen Stoßvorganges am Airtrack zeigen, dass sowohl Impuls als auch Energie separat erhalten bleiben, wenn man elastische Stöße betrachtet. Und wenn nicht, dann werden wir erklären, was dann passiert. Das entspricht ungefähr Ihrer Fragestellung. Also, dass das auch für Systeme von Massenpunkten gilt, das ist dann natürlich insbesondere wichtig, wenn es um die Anwendung auf makroskopische Körper geht. So ein starrer Körper zum Beispiel ist ja letzten Endes auch nichts anderes als ein System von Massenpunkten. Den kann man sich also zusammengesetzt denken aus vielen Massenelementen, die eben starr miteinander verbunden sind. Und dann kann man auch den gesamten Drehimpuls eines solchen starren Körpers ermitteln. Und das werden wir dann, wenn wir beim starren Körper sind, auch tun. Und werden also die Definitionen, die hier gegeben sind, dann dort auch verwenden. Um also jetzt aber schon einen gewissen ein Gefühl dafür zu geben, was das mit dieser Drehimpulserhaltung auf sich hat, wollen wir Ihnen ein Experiment vorführen auf dem Drehschemel. Da werde ich mich also gleich draufsetzen und werde also mit diesem Schemel mich dann drehen, aber nicht von vornherein. Da gibt es ein solches, einen Fahrradkreisel. Den kann man in Gang setzen, der wiegt auch was. Der hat also da einen massiven Bleikranz. Wenn man den also entsprechend in Drehbewegung versetzt und Sie betrachten alle die einzelnen Volumenselemente, die sich da auf einer Kreisbahn herumbewegen, dann ergibt sich ein gesamter Drehimpuls. Und jetzt kann ich den Fahrradkreisel so halten oder ich kann ihn so halten. Dann wird sich entsprechend der Drehimpuls des Gesamtsystems, also Fahrradkreisel und ich, verändern. Und wenn ich nun zunächst auf diesem Schemel sitze und mich nicht drehe, dann werden Sie sehen, was passiert, wenn der Kollege Litschauer diesen Kreisel jetzt in Bewegung setzt. So, jetzt muss ich da, möchte Sie ja anschauen dabei, nicht? Und was dann passiert, wenn ich dann diese Veränderung vornehme? Ich drehe mich jetzt schon. Also gut, wenn Sie das bitte anwerfen, ohne sich dabei zu verletzen. Möglichst schnell. So. Und wenn ich jetzt da so hier umdrehe, sehen Sie, bewege ich mich in einer Richtung. So. In der Gegenrichtung. Und wieder so. Also, wenn Sie mir den jetzt bitte abnehmen oder bremsen zuerst einmal, dann wird es ja leicht. So, danke sehr. Also Sie sehen,
Auch für Menschen ist das also entsprechend zu sehen, dass der Gesamtdrehimpuls gleich geblieben ist, aber indem ich die Situation geändert habe und der Gesamtdrehimpuls null bleiben musste, wegen der Erhaltung des Drehimpulses, und jetzt aber die Drehung des Fahrradkreisels in der einen Richtung war, musste ich mich in der anderen Richtung drehen, damit der Gesamtdrehimpuls wieder gleich geblieben ist. Also da sehen Sie jetzt schon, dass man aus solchen Erhaltungssätzen relativ einfach Schlussfolgerungen ziehen kann, die man, wenn man sie einzeln ausrechnen würde wollen, aus den Bewegungsgleichungen für den und für mich oft gar nicht so einfach zu lösen wären. Also so viel dazu, und dann möchte ich noch eine abschließende Bemerkung zum Drehimpuls machen. In der Natur sind oft Zentralkräfte wichtig. Zentralkräfte, das sind Kräfte, die sich an einem Zentrum orientieren, an einem Kraftzentrum, wo wir jetzt den Koordinatenursprung hinlegen werden. Und dann sind die Zentralkräfte dadurch charakterisiert, dass der Kraftvektor in einem solchen Feld von Vektoren immer parallel liegt zum Ortsvektor von diesem Kraftzentrum. Das heißt also, wenn Sie da so ein Kraftzentrum haben, dann wird an jedem Punkt hier so ein Ortsvektor hinzeigen und der Kraftvektor ist parallel zum Ortsvektor. Der kann also zum Beispiel in der Richtung schauen. Könnte aber auch, parallel heißt nicht gleichgerichtet, nur parallel. Also dann, wenn er jetzt in dem Fall so zum Beispiel hier so gerichtet ist, dann wird das immer da nach innen zeigen. Da hat man wieder so einen Kraftvektor und da den Ortsvektor. Letzten Endes so ein Feld von Kraftvektoren, die alle hier zu diesem Kraftzentrum hinweisen. Na, wo kann denn sowas in der Natur zum Beispiel von uns früher von Interesse sein? Wo glauben Sie? Naja, die Schwerkraft von wem? Na, vielleicht noch wichtiger von der Sonne, weil die Planeten sich dann in einem derartigen Kraftfeld bewegen, rund um die Sonne herum. Aber Sie haben natürlich recht, auch rund um die Erde, wenn man dann den Mond hernimmt oder Satelliten oder irgendwas. Also das sind Situationen, wo solche Zentralkräfte von Bedeutung sind, die also entweder auf ein Zentrum hingerichtet oder von einem Zentrum weggerichtet sind, wenn es sich um abstoßende Kräfte von diesem Zentrum handelt. Naja, wenn das aber der Fall ist, dann gilt sofort, dass das Drehmoment gleich R Kreuz F, so war es ja definiert, in dem Fall immer identisch gleich Null ist. Und wenn das Drehmoment verschwindet, dann wird der Drehimpuls erhalten sein. Folgt L-Pfeil erhalten. Also in dem Fall ist er immer erhalten, der Drehimpuls, wenn es sich um ein Zentralkräftefeld handelt. Und das ist natürlich was Wichtiges, weil dann weiß man zum Beispiel, dass bei der Bewegung der Erde um die Sonne stets der Drehimpuls erhalten bleibt. Das lässt sich dann übersetzen in die Folgerung, dass der Radiusvektor oder der Strahl von der Sonne zur Erde in gleichen Zeiten gleiche Wege, gleiche Flächen überschreitet. Das werden wir in einem späteren Kapitel dann aus dem folgern. Die Erhaltung des Drehimpulses bei der Bewegung der Erde im Zentralkräftefeld der Sonne. Also das wollte ich also nur einmal anmerken, damit Sie sehen, weshalb man sich mit dem Drehimpuls beschäftigt. Aber in der Punktmechanik allein
ist der Drehimpuls von nicht so großer Bedeutung. Wir verschieben die Diskussion, die weitere Diskussion auf die Mechanik des starren Körpers. Jetzt haben wir schon zwei Erhaltungssätze. Die Erhaltung des Impulses und die Erhaltung des Drehimpulses. Es gibt noch welche. Der nächste Erhaltungssatz, über den wir jetzt sprechen wollen, der bezieht sich dezidiert und ausschließlich auf ein System von Massenpunkten. Das war bisher nicht der Fall. Man kann einen Impuls eines einzelnen Massenpunktes betrachten und einen Drehimpuls eines einzelnen Massenpunktes. Aber das, was wir jetzt betrachten, das bezieht sich von vornherein auf ein System von Massenpunkten. Und wir definieren uns, also wir betrachten ein System von Massenpunkten. Naja, das brauchen nicht irgendwie fest miteinander verbundene Massenpunkte sein. Sie können sich ja denken, ein Bienenschwarm ist da unterwegs und also lauter einzelne Punkte fliegen da kreuz und quer durch die Gegend, können auch miteinander wechselwirken oder auch von außen Wechselwirkungskräfte erleben. Nicht? Ein Bienenschwarm unter dem Einfluss der Schwerkraft zum Beispiel oder so irgendetwas. Das können Sie ausdenken, was wollen. Also ein System von Massenpunkten. Und damit man diese im Allgemeinen eine recht komplizierte Bewegung von allen diesen verschiedenen Massenpunkten irgendwie in eine einfachere Beschreibung bringen kann und gewisse Aspekte herausgreifen kann, die wieder in einen Erhaltungssatz münden, möchte ich jetzt eine Größe einführen, die da sehr praktisch ist, nämlich den Massenmittelpunkt. Das ist ein Punkt, den man diesem System von Massenpunkten zuordnet. Und da wollen wir zunächst einmal, um das zu erläutern, heute einmal einfacherweise zwei Massenpunkte annehmen. Sagen wir heute M1 und M2. Naja, und die haben natürlich dann auch einen. Da hier gibt es einen Ursprung und die haben dann Ortsvektoren R1 Pfeil und R2 Pfeil. Wenn wir jetzt annehmen, diese beiden Massenpunkte haben jetzt einmal, sagen wir mal vorläufig, die gleichen Massen. Na, dann wird man davon ausgehen können, dass der Massenmittelpunkt gerade in der Mitte zwischen diesen beiden Massen liegen wird. Und wie kommt man dazu? Man addiert einfach die zwei Ortsvektoren. Da ist wieder R2 und dann hat man hier die Summe dieser beiden Ortsvektoren. Und wenn man dann die Hälfte davon macht, kriegt man hier den Ortsvektor des Massenmittelpunktes. Das heißt, das Groß R ist in dem Fall gleich R1 plus R2 halbe. Sozusagen der arithmetische Mittelwert der Ortsvektoren der beiden Massenpunkte. Also das kann man natürlich mit der Parallelogrammregel auch so zusammensetzen. R2 und R1. Wenn die beiden Massen nicht gleich sind und eine größer ist als die andere, dann kann man sich schon ausdenken, der wird dann eher ein bisschen Richtung zur größeren Masse hin verschoben werden, damit er repräsentativ genommen werden kann für die beiden Massen. Das macht man so, dass man eine Gewichtung einführt. Und um das gleich allgemein durchzuführen, kriegen wir also als Definition des Massenmittelpunktes so, dass der Ortsvektor des Massenmittelpunktes also jetzt gegeben ist durch einen gewichteten Mittelwert.
was jetzt nichts mit dem physikalischen Begriff eines Gewichtes zu tun hat, sondern in der Mathematik spricht man von Gewichtung, wenn man verschiedenen Termen unterschiedliche Bedeutung zumessen möchte. Ein gewichteter Mittelwert gewichtet mit den einzelnen Massen. Also Summe über I, MI, RI-Pfeil dividiert durch die Summe der Gewichtungsfaktoren MI. Also gewichtet mit den einzelnen Massen der Körper. Na, wenn die Massen alle gleich sind, so wie wir es in dieser Zeichnung gemacht haben, dann kann man sie ja vor die Summe setzen und damit kann man, dann hat man im Wesentlichen hier stehen, da unten steht dann M mal die Summe über alle und was nur 2 sind, steht also unten 2M und oben steht M mal R1 plus R2 und damit ergibt sich unmittelbar diese Gleichung für den Fall zweier gleichermaßen. Und das ist also die allgemeine Definition des Massenmittelpunktes. Das hat also nichts mit einem Gewicht zu tun und auch nichts mit der Schwerkraft. Ich möchte aber an dieser Stelle gleich betonen, dieses etwas sperrige, langwierige Wort Massenmittelpunkt verwendet man deshalb oft nicht gerne und sagt lieber Schwerpunkt dazu. Der Schwerpunkt allerdings, streng genommen, hat seine Bedeutung erst dann, wenn man die Mechanik starrer Körper betrachtet, die sich in einem Gravitationsfeld, nämlich typischerweise dem irdischen Gravitationsfeld, befinden. Dort hat nämlich dieser Massenmittelpunkt dann als Schwerpunkt noch eine besondere zusätzliche Bedeutung, was wir dann an der Stelle, wenn wir uns um die starren Körper kümmern werden, noch näher erläutern wollen. Jetzt aber bleiben wir beim Massenmittelpunkt, weil es geht hier nur darum, dass also diese Wolke von Massenpunkten hier jetzt durch einen solchen Massenmittelpunkt charakterisiert werden kann, der halt irgendwo mittendrin liegt und möglichst in der Nähe, wo die Massen am meisten sind. Ich glaube, so kann man sich das schon vorstellen. Und jetzt geht es aber darum, herauszufinden, wie denn sich dieser Massenmittelpunkt bewegen wird und insbesondere, was mit dem Impuls dieses Massenmittelpunktes passiert. Na, jetzt werden Sie natürlich sagen, der Massenmittelpunkt kann ja gar keinen Impuls haben, weil Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und der Massenmittelpunkt hat ja gar keine Masse. Das ist ja nur ein Punkt. Da ist ja gar nichts. Die Massen sind nur hier und hier. Aber man kann dann, wie Sie gleich sehen werden, sinnvollerweise diesen Massenmittelpunkt sozusagen eine Masse zueignen. Man denkt sich die gesamte Masse des Systems in diesem Massenmittelpunkt vereinigt und überlegt sich dann, was wird dann mit dem Impuls dieses Massenmittelpunktes, indem man sich die gesamte Masse aller Massenpunkte vereinigt, denkt, passieren im Laufe der Zeit. Das werden wir uns anschauen. Also ganz einfach, wir können da so vorgehen, dass wir da einige kleine Umformungen machen. Zunächst einmal werden wir aus dieser Definition da den Nenner auf die andere Seite bringen. Dieses Summe über I, MI, muss ich ein bisschen höher ziehen, dass Sie, können Sie es schon sehen jetzt? Diese Summe über I, MI, das schaffen wir nach links auf die andere Seite. Und damit erhalten wir also, das ist also die gesamte Masse aller Massenpunkte zusammengenommen, mal diesem Ortsvektor des Massenmittelpunktes, ist also dann das, was auf der anderen Seite noch überbleibt, ein Summe über I, MI, RI-Pfeil. Und jetzt werden wir diese Gleichung einfach einmal differenzieren nach der Zeit. Was bekommen wir dann? Na, dann kriegen wir
Die Massen nehmen wir natürlich als zeitunabhängig an. Das ist also dann ein konstanter Faktor. Summe über IMI mal R Pfeil Punkt. Also die Ableitung nach der Zeit. Und auf der anderen Seite natürlich entsprechend die Massen MI einzeln sind ja auch konstant. Mal RI Pfeil Punkt. Jetzt haben wir also die Differenziation nach der Zeit durchgeführt. MI mal RI Punkt, das ist also MI mal VI Pfeil, das sind also die Impulse. Das sind die PI Pfeil. Die Impulse aller einzelnen Massenpunkte, die haben wir hier stehen. Und jetzt differenzieren wir noch einmal nach der Zeit, um zu sehen, was wir daraus jetzt gewinnen können für dieses Verhalten des Massenmittelpunktes. Ich schreibe das jetzt so, d nach dt von diesem Ausdruck, der da links steht. Da haben wir also Summe über I, MI mal R Pfeil Punkt. Und da haben wir jetzt stehen Summe über I mal PI Pfeil Punkt. Naja, PI Pfeil Punkt, was ist das? Das haben wir da am Anfang ja schon hergeschrieben, dp nach dt ist die Kraft. Das heißt, diese PI Pfeil Punkt, das sind die Kräfte, die auf die Teilchen jedes für sich angewendet werden, angreifen an diesen Teilchen. Ja, das sind also alle Kräfte und wir wollen die Summe über alle Kräfte hier bilden. Das ist also eine Summe über I FI Pfeil. Die Summe über alle Kräfte, die an allen Teilchen in dieser Teilchenwolke angreifen. Naja, und jetzt überlegen wir uns, das ist an sich gar nicht so kompliziert. Denn wir müssen uns überlegen, es gibt prinzipiell zwei Arten von Kräften, die an so einem Teilchen, in so einem Teilchensystem angreifen können. Einmal äußere Kräfte, zum Beispiel die Gravitationskraft oder irgendeine andere von außen wirkende Kraft. Und als zweites mögliche Wechselwirkungskräfte zwischen den Teilchen. Also es gibt eigentlich recht viele Kräfte, die an diesen Teilchen so angreifen können. Wenn man aber über alle Kräfte bei allen Teilchen aufsummiert, kann man sich etwas Wichtiges überlegen. Nämlich, dass sich alle inneren Kräfte paarweise wegkompensieren werden. Wenn immer Sie zwei Teilchen haben in Ihrem Teilchensystem, dann werden die mit zwei entgegengesetzt gleich großen Kräften miteinander wechselwirken, entsprechend dem dritten Newtonschen Axiom, dem Wechselwirkungssatz. Wenn zwei Teilchen miteinander in Wechselwirkung sind, dann sind die Kräfte entweder anziehend oder abstoßend, aber jedenfalls entgegengesetzt gleich groß. Wenn Sie über alle Kräfte bei allen Teilchen in dem System summieren, werden also alle inneren Kräfte sich paarweise wegkompensieren und was bleibt, ist dann nur die äußeren Kräfte. Also es genügt hier nur die äußeren Kräfte zu behandeln, weil die inneren Kräfte hier sich gegenseitig wegkompensieren. Und daraus kriegen wir also letzten Endes, dass das d nach dt von diesem etwas mühsamen Ausdruck Summe über I, MI mal R Pfeil Punkt, bleiben wir nur dabei, gleich ist die Summe über alle äußeren Kräfte, Summe über I, FI Pfeil. Und das, meine Damen und Herren, das lässt sich jetzt unmittelbar auswerten und wir erhalten damit den berühmten Satz von der Erhaltung des Massenmittelpunkts Impulses.
Das ist ein bisschen was wie die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, der Massenmittelpunktsimpuls. Schauen wir uns das an. Geht das noch für die Kamera da? Okay. Dieser Satz ist etwas umständlich zu formulieren. Wenn die gesamte äußere Kraft, das ist die Summe über alle äußeren Kräfte, wenn die gesamte äußere Kraft verschwindet, also diese Summe über I, F, I gleich 0 ist. Das heißt gar nicht, dass individuell alle FI-Pfeil gleich 0 sein müssen. Aber die Summe über alle diese FI-Pfeil muss gleich 0 sein. Dann verschwindet die gesamte äußere Kraft. Dann, was ist dann? Dann sehen Sie hier, dass dieses D nach dt von der eckigen Klammer gleich 0 sein wird. Das heißt, die eckige Klammer wird konstant sein. Ja, was ist die eckige Klammer? Das ist die gesamte Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit des Massenmittelpunkts. Also was da steht, ist der Impuls, der im Massenmittelpunkt vereinigt gedachten gesamten Masse des ganzen Massenpunktsystems. Da muss man aufpassen, dass man da wirklich zu Ende kommt mit einem Satz. Also, dann wird was sein, dann bleibt der Impuls der. Dann bleibt der Impuls, der im Massenmittelpunkt vereinigt, gedachten, gesamten Masse des Systems konstant. Wo fängt der Satz an? Da oben. Also, wenn die gesamte äußere Kraft verschwindet, greift insgesamt keine äußere Kraft an, dann bleibt der Impuls, der im Massenmittelpunkt vereinigt gedachten Masse, der Impuls, der im Massenmittelpunkt vereinigt gedachten gesamten Masse des Systems konstant. Und das können Sie sich schon vorstellen, da fliegen also so Teilchen herum, keine äußere Kraft, diese Wolke geht irgendwie weiter, mit ihr geht auch der Massenmittelpunkt weiter. Und die ganze Wolke, wie sie sich im Einzelnen auch bewegt, bewegt sich so, dass der Massenmittelpunktsimpuls konstant bleibt, erhalten bleibt. Und damit kann man schon was Sinnvolles über ein solches System aussagen. Also das ist es, was man daraus gewinnen kann, einen weiteren Erhaltungssatz. Jetzt hatten wir die Erhaltung des Impulses, die Erhaltung des Drehimpulses und jetzt die Erhaltung des Massenmittelpunktsimpulses. Das ist schon was anderes als die Erhaltung der Einzelimpulse. Es geht hier um den Impuls der im Massenmittelpunkt vereinigt gedachten Gesamtmasse. Und dazu, meine Damen und Herren, gibt es auch ein Experiment, das wir Ihnen vorführen können am Airtrack. Und das besteht jetzt nicht aus einer ganzen Wolke von lauter Bienen, die da herumfliegen, sondern wir betrachten drei Massenpunkte mit gleich großen Massen. Und diese drei Massenpunkte, diese drei Räder, werden sich jetzt anschließend bewegen. Und wir werden das so gestalten, dass die jetzt einmal zunächst
mit einem dünnen Faden zusammengefasst sind und also wie eine Eisenbahn da so gleichmäßig sich dahin bewegen können. Auf dem mittleren von den drei Reitern befindet sich der Zeitauslösestift. Und wir werden die jetzt durch das erste Paar von Lichtschranken durchlaufen lassen. Anschließend, das ist also wieder ein Lötlampenversuch, wird also dieser Faden verbrannt und die beiden Federn können durchaus unterschiedlich zu einer internen Wechselwirkungskraft zwischen diesen Massen beitragen. Aber es wird so sein, dass der mittlere Reiter immer in der Mitte zwischen den beiden bleibt und daher die Stelle des Massenmittelpunktes darstellen wird, weil es ja drei gleich große Massen sind, die man hier betrachtet. Und wir können dann anschauen, ob, nachdem unser System sozusagen explodiert ist, wie sich dann der Massenmittelpunkt weiter bewegen wird. Und wenn also der Satz seine Gültigkeit haben soll und wir ja keine äußeren Kräfte haben, denn die Schwerkraft wird ja durch unseren Airtrack gerade ausbalanciert, wir haben nur innere Kräfte, diese Federkräfte, die spielen hier aber keine Rolle, weil sie sich ja eben paarweise wegkompensieren müssen, gemäß drittem Newtonschen Axiom, dann müsste der mittlere Reiter an der Stelle des Massenmittelpunkts bleiben und unbeeindruckt von diesem Explosionsvorgang da weiter seine Bahn ziehen. Und wir werden dann sehen, was der dann da herüben für eine Geschwindigkeit hat. Also ein etwas heikles Experiment, wo ich also meine beiden Kollegen bitte, sich daran zu machen. Okay, wie gesagt, wir werden halt die Wägelchen jetzt einmal in diese Richtung bewegen. Schwierig bei dem Experiment ist, dass die Wägelchen wirklich genau irgendwo in einer Linie sind. Sobald sie irgendeines nur leicht verkantet, reibt es am Airtrack und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Gut, lassen wir es explodieren. Okay, du packst drüben auf. Ja. Ja, okay, gut. Na bitte. Naja, gar nicht so schlecht, ja. Wunderbar. Passt. Das ist ein Einmalexperiment. Herzlichen genau. Dank. Danke. Also sehr erfreulich, dass wir mit der alten Anordnung hier jetzt noch arbeiten können. Wir wollten Ihnen was Gutes tun und ein modernes Equipment hier für Sie bereithalten. Und da verlässt man sich ja drauf, dass sowas Einfaches wie eine Lichtschranke, wenn man auch viel Geld dafür zahlt, sich auch dann gut verhalten wird. Aber dieses Gefrast tut es also nicht, nicht. Und daher haben wir also Gott sei Dank noch eine Rückzugsmöglichkeit auf das bisher verwendete System. Also Sie sehen, glaube ich, aus diesem Experiment, innerhalb der üblichen experimentellen Unsicherheit natürlich, das ist eh gut, dass Sie das sehen, dass es die gibt, und sonst glaubt man nämlich immer, man macht selber nur alles schlecht, wenn man Messfehler hat, nicht? Aber ich sage Ihnen ja, das ist das tägliche Brot eines Experimentators, ob das jetzt Physik oder eine andere Naturwissenschaft ist. Damit muss man leben, ohne gleich frustriert zu werden, nicht? Sondern das ist halt die Art und Weise, wie wir an die Daten kommen, die wir dann eben entsprechend interpretieren wollen. Also, der mittlere Reiter hat die Bewegung des Massenmittelpunktes dargestellt und die Geschwindigkeit dieser Bewegung hat sich nur unwesentlich verändert, obwohl, wie Sie gesehen haben,
eine doch recht deutliche Explosion vor sich gegangen ist und die Bruchstücke mussten dann von den beiden Kollegen noch rechtzeitig entfernt werden, damit dann wirklich schön nur der Massenmittelpunkt durchgeht. Aber das ist auch so geschickt gemacht gewesen, dass nur der einen solchen Auslösestift gehabt hat. Also die Bruchstücke konnten da ruhig durchfliegen und die haben das nicht gemerkt da. Sondern erst wenn der gewollte Massenpunkt dann durchkommt, hat man sich das anschauen können. Also einerseits ist das schon eine recht gute quantitative Interpretation, aber andererseits soll es Ihnen auch qualitativ einen hoffentlich unauslöschlichen Eindruck geben, dass Sie dann sich merken, was damit gemeint ist, wenn es um den Massenmittelpunktsimpulserhaltungssatz geht. Also das sagt man meistens nicht so. Man sagt Massenmittelpunktsatz oder noch einfacher Schwerpunktsatz. Aber damit hat man schon sehr viel weggefressen sozusagen. Es ist der Satz von der Erhaltung des Impulses des Massenmittelpunktes. Wenn die gesamte äußere Kraft null ist, dann ist der Impuls des Massenmittelpunktes konstant. Aber man kann noch etwas weiteres aussagen, indem man sich da diese Gleichung, die an der Tafel steht, noch einmal hernimmt und jetzt diesen Teil noch differenziert. Diese Differenziation hier ausführt. Das haben wir bisher bewusst nicht gemacht, damit man da schön sehen konnte, das ist die Änderung des Massenmittelpunktsimpulses. Aber jetzt differenzieren wir da hinein, damit ist das als Konstante wieder vorn und es bleibt einfach nur stehen, Summe über Mi. Mal R2-Punkt. Also noch eine kleine Umformung. Summe über I, Mi mal R Pfeil 2 Punkt. Und auf der anderen Seite bleibt stehen, diese Summe über I, F, I Pfeil. Das ändert sich nicht. Wobei das wieder die äußeren Kräfte sind. Und das, meine Damen und Herren, so wie es hier steht, also das ist wieder die gesamte äußere Kraft. Das ist ja nichts anderes als das zweite Newtonsche Axiom umgesetzt auf den Massenmittelpunkt, indem wir uns wieder die gesamte Masse aller Massenpunkte vereinigt denken. Und da kann man dann daraus folgern, dass der Massenmittelpunkt des Systems Folgerung der Massenmittelpunkt des Systems, von Massenpunkten natürlich, bewegt sich so, entsprechend dieser Gleichung hier, wie wenn die gesamte äußere Kraft die gesamte äußere Kraft, das ist diese Summe über I, F, I Pfeil, wohlgemerkt nur die äußere Kraft, denn merken Sie sich, das ist ein häufig verwendetes Argument in der Physik, alle inneren Kräfte kompensieren sich bei dieser Summation paarweise zu Null. Es bleiben daher nur die äußeren Kräfte über. Wenn also wenn die gesamte äußere Kraft, die unterstreicht es auch noch, um es klar zu machen und zu betonen, an der gesamten Masse des Systems die aber jetzt
im Massenmittelpunkt vereinigt gedacht wird, die im Massenmittelpunkt vereinigt gedacht wird, angreifen würde. Ja. Und das kann man sich, glaube ich, recht gut vorstellen. Wenn Sie so einen Haufen von kleinen Stahlkugeln so wegschießen, na, dann bleibt der nicht beieinander, die fliegen irgendwie auseinander. Aber der Massenmittelpunkt von diesem Haufen beschreibt dann eine parabolische Bahn. So wie wenn die gesamte äußere Kraft, also die Gewichtskraft von allen diesen Stahlkugeln zusammen, an der gesamten Masse des Systems, die im Massenmittelpunkt vereinigt gedacht wird, angreifen würde. Also sie schießen das so weg, das fliegt auseinander irgendwie, aber sein Massenmittelpunkt beschreibt eine Wurfparabel. Und das wird also genau durch diese Gleichung dargestellt. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Die gesamte äußere Kraft wirkt auf die gesamte Masse, die in dem Massenmittelpunkt mit Ortsvektor groß R-Pfeil vereinigt gedacht wird, angreifen würde. Und das R-Pfeil 2-Punkt ist eben die Beschleunigung des Massenmittelpunktes. Gibt es dazu eine Frage? Schaut das vernünftig aus? Na gut, dann wollen wir es dabei lassen. Dann wissen Sie also, was also unter diesem Massenmittelpunktsatz verstanden wird. Schwerpunkt haben wir das vorläufig nicht genannt. Mit der Schwerkraft hat das an sich gar nichts zu tun. Ich habe jetzt nur als Beispiel so einen geworfenen, eine Anzahl von so Stahlkugeln da erwähnt, die halt im Schwerefeld sich bewegen, aber es können ganz andere äußere Kräfte auch sein, die da wirken. So ein Experiment könnte ich Ihnen natürlich auch vorführen, nicht? So diese Stahlkugeln, die wir da alle gehabt haben für diesen Versuch mit dem Galtonbrett. Aber stellen Sie sich die Wirtschaft vor, die dann nachher wieder einzusammeln. Also das lassen wir lieber sein. Gut, also so viel zum Massenmittelpunkt. Jetzt haben wir schon eine Reihe von Größen kennengelernt, die erhalten bleiben. Der Impuls, der Drehimpuls und der Massenmittelpunkt. Die sind alle durch jeweils drei Komponenten bestimmt. Der Impulsvektor, der Drehimpulsvektor und der Ortsvektor des Massenmittelpunktes. Haben wir 3, 6, 9. Jetzt zeigt sich, es gibt noch eine weitere Größe, und zwar eine skalare Größe, die auch unter gewissen Voraussetzungen zeitunabhängig bleibt und daher erhalten ist. Und das ist eine besonders wichtige Größe, die ich mir zum Schluss aufgehoben habe, nämlich die Energie. Über die ist viel zu sagen. Die wird uns auch im Jänner noch, und Sie kommen ja alle im Jänner, wenn es um die Thermodynamik geht, wird uns die auch noch beschäftigen. Aber jetzt sprechen wir einmal über die mechanische Energie. Und um das tun zu können, das ist ein bisschen eine spröde Sache. Das geht nicht in zwei Zeilen. Müssen wir uns erst einmal einige Vorbereitungen zurechtlegen, um diese Energie in sinnvoller Weise für Sie einführen zu können. Und das machen wir, indem wir zunächst einmal den Begriff der Arbeit und der Leistung einführen. Zunächst einmal die Arbeit. Ich sage Ihnen gleich, meine Damen und Herren, Sie werden sich wahrscheinlich denken, der alte Klamotten, wissen wir ja alles. Aber gerade der Arbeitsbegriff und der sich dann daraus ergebende Energiebegriff, ich kenne das ja jetzt schon über viele Studienjahre hindurch, bringt immer wieder gewisse Verständnisschwierigkeiten mit sich. Deswegen hören Sie mir zu und noch wichtiger, fragen Sie mich, wenn Ihnen irgendetwas unverständlich erscheint. Das sind zunächst einmal nur Definitionen, aus denen wir dann, wie sich zeigt, außerordentlich sinnvolle und wichtige Schlussfolgerungen ziehen können. Und es kann doch bitte nicht sein, dass eine Physikerin,
ein Astronom, eine Meteorologin nicht wissen, was Energie ist. Energie ist in aller Munde, aber die meisten wissen eigentlich nicht wirklich, wovon sie sprechen. Sie müssen es wissen, denn für sie ist es ein ganz wichtiges, quantitatives Handwerkszeug. Und das wollen wir uns dementsprechend auch gemeinsam erarbeiten, sodass sie es dann auch gut verstehen. Also zunächst einmal die Arbeit. Da betrachten wir zunächst einmal etwas, was wir schon öfters betrachtet haben, einen Massenpunkt, der sich auf einer Bahnkurve bewegt. Und zwar von einem gewissen Anfangspunkt, den wir P0 bezeichnen, bis zu einem Endpunkt P-Ende. Da bewegt er sich. Und zu einem gewissen Zeitpunkt ist er vielleicht gerade da. Und es geht jetzt darum, dass er sich bewegt. Da hat er vielleicht hier gerade seinen Ortsvektor. Da ist der Ursprung. Das ist der Ortsvektor R-Pfeil. Und es geht jetzt darum, festzustellen, es geht darum, dass dieser Massenpunkt sich jetzt, das haben wir bisher in der Form noch nicht so unmittelbar besprochen, in einem Kraftfeld bewegen soll. Das kann also zum Beispiel eben der geworfene Stein auf der Erdoberfläche sein. Das Kraftfeld ist das in jedem Punkt gleichermaßen angreifende Schwerkraftfeld und unter dem Einfluss dieses Kraftfeldes bewegt sich der Körper. Aber durchaus nicht immer in Richtung, denn wenn ich das so werfe, bewegt sich der so, während die Kraft nach unten zeigt. Also die Kraft kann durchaus in einer anderen Richtung zeigen. Und zum Beispiel gehen wir davon aus, dass sie hier zum Beispiel in dieser Richtung zeigt. Und dann an anderen Stellen zeigt sie vielleicht in andere Richtungen so. Das ist also das Kraftfeld, das dieser Körper durchläuft, während er sich längs dieser Bahnkurve bewegt. Und jetzt machen wir es wie so oft. Wir zerteilen uns diese Bahnkurve in einzelne Abschnitte. Und nehmen uns zum Beispiel mal diesen Abschnitt her. Dieser Abschnitt entspricht einem gewissen Delta-R-Pfeil des Ortsvektors. R-Pfeil plus Delta-R-Pfeil. So ändert sich der Ortsvektor, während sich also dieses Teilchen hier bewegt. Und wir werden jetzt die Arbeit, die wir jetzt mit Delta-W bezeichnen wollen, die Arbeit definieren, die von Seiten dieses Kraftfeldes F-Pfeil an diesem sich hier bewegten Massenpunkt verrichtet wird, auf seinem Weg während dieses kleinen Stückes Delta-R-Pfeil. Dieses Delta-W, das schreiben wir einfach so auf, das ist gleich F-Pfeil skalar multipliziert mit Delta-R-Pfeil. Und jetzt ist wichtig, dass einem klar ist, was damit gemeint ist. Sie alle kennen das Skalarprodukt und Sie kennen auch, wie ich schon mitbekommen habe, aufgrund der Einführung vom Kollegen De Lago, die Interpretation dieses Skalarproduktes, nämlich Länge des einen Vektors mal Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Wer hat das nicht verstanden? Dann muss es nur genauer erklären. Aber lieber wäre es mir, wenn Sie es alle verstanden hätten. Ich will Sie ja nicht fatisieren letzten Endes. Also Länge des einen Vektors mal Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Das ist ein Kernpunkt des Verständnisses hier. Warum ich hier diesen fetten Knödel hermache, nämlich das Skalarprodukt damit andeuten. Und das bedeutet also jetzt konkret gesagt, dass dieses Delta W folgendes ist. Das ist der Weg Delta R, also die Länge des einen Vektors
den nehme ich als den einen Vektor, darf ich ja, mal der Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Und diese Normalprojektion des zweiten auf den ersten kann ich hier so andeuten. Also Länge des einen Vektors mal Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Weg mal, was ist denn das? Die Kraftkomponente in Richtung des Weges. Das müssen Sie bitte verstehen. Das muss ich auch noch aufschreiben, bevor Sie dann Ihre Frage stellen. Delta W ist der Weg mal der Kraftkomponente in Wegrichtung. Ist das so verständlich? Länge des Weges, Länge des einen Vektors, mal Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Weg mal Kraftkomponente in Wegrichtung. Und nicht einfach, wie man leider immer wieder hört, Arbeit, na, das ist Kraft mal Weg. Na, dann wäre ja das Kraft mal Weg. Das stimmt nur dann, wenn die beiden parallel zueinander sind. Und das ist schon bei einem geworfenen Stein nicht mehr der Fall, wenn man den irgendwie so wegwirft. So ist die Richtung des Weges, so die Richtung der Kraft. Auf das kommt es wesentlich an. Aber jetzt schneide ich Ihnen schon ganze Zeit Ihre Frage ab. Was wollten Sie? Nein, nein, nein. Das ist Absicht, dass sich das da so herüber verschiebt. Also die Frage war, ob das Kraftfeld immer wieder die gleiche Kraft hat. Dann wäre es ein homogenes Kraftfeld. Das kann natürlich sein, hier auf der Erde zum Beispiel. Aber das braucht nicht zu sein. Wenn man als geworfenen Stein die ganze Erde betrachtet, am Weg um die Sonne, dann ändert sich sehr wohl zumindest die Richtung, auch in kleinem Umfang der Betrag der Kraft. Bei einmal ist die Erde ein bisschen näher, im Winter bei uns, und im Sommer ist ein bisschen weiter weg. Also es ist eine elliptische Bahn. Also das braucht kein homogenes Kraftfeld zu sein, irgendein Kraftfeld. Ja? Wem ist das, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht verständlich? Wer hat eine Verständnisfrage dazu? Er oder sie möge sich bitte nicht genieren und fragen. Das, wir sind an einem Kernpunkt der Mechanik. Die Frage ist mir jetzt nicht ganz genau verständlich. Ich versuche es zu wiederholen und Sie sagen mir dann, ob Sie es richtig verstanden haben. Das Delta W ist eine Zahl, das Produkt zweier Beträge. Der eine Betrag ist die Wegstrecke, die in diesem Stück hier überschritten wird, in Metern oder Zentimetern. Und das andere ist die Länge der Normalprojektion dieses Vektors auf diese Richtung. Die wird natürlich im Allgemeinen geringer sein als der Betrag der ganzen Kraft. Die Arbeit ist dann diese verringerte Kraft, also die Normalkomponente, multipliziert mit diesem Wegstück. Das versteht man dann als Arbeit. Was war jetzt die Unklarheit? Ja. Das hat hier diese Länge. Aber das Skalarprodukt ist diese Länge mal der Länge des zweiten Vektors. Und das bezeichnen wir als Arbeit. Es geht nicht nur um die Länge der Normalprojektion. Die wird dann noch mit der Wegstrecke multipliziert. Es kommt natürlich schon bei der Arbeit darauf an, längs welchen Wege sich diese Arbeit verrichte. Ob ich dieses Auto nur ein kurzes Stück verschiebe oder weiter verschieben möchte, bedeutet ja auch mehr Arbeit. Das ist ja genau das, was mit diesem Arbeitsbegriff angedeutet werden soll. Ja? Noch was, bitte. Würde es auf der Erde bedeuten, wenn man
Naja, es geht nur darum, was für eine Kraft wirkt und legst welchen Weges. Wenn ich den Stein schneller werfe, wird eine andere Wurfparabel zurücklegen. Und letzten Endes wird man sich dann für diesen anderen Fall auch die Arbeit wieder ausrechnen. Das kommt darauf an. Das muss man sich dann im Einzelnen anschauen, ob das wirklich mehr Arbeit ist. Es ist gar nicht wichtig, dass wir das jetzt genau auseinanderhalten. Wichtig ist nur, dass Sie den Begriff Delta W, so wie ich den hier einmal eingeführt habe, verstehen. Länge des Weges mal Länge der Kraftkomponente in Wegrichtung. Ja. Also, die Frage ist, wenn Kraft und Weg parallel zueinander sind, was dann passiert? Das werde ich gleich dadurch beantworten, dass ich das gleich anschließend als einen wichtigen, einfachen Spezialfall darstellen möchte. Dann kommt natürlich heraus, es ist einfach Kraft mal Weg. Weil dann natürlich die Normalprojektion, wenn die Kraft in dieselbe Richtung zeigt, das ist sie ja dann schon. Da brauche ich ja nichts mehr verändern. Aber wesentlich ist natürlich, dass im Allgemeinen das nicht so sein wird. Und deswegen muss man sehr wohl darauf aufpassen, dass man darauf Rücksicht nimmt. Naja, und wenn man das jetzt also mal so eingeführt hat, dann ist es nicht mehr schwer, im Sinne dessen, was der andere Kollege da gefragt hat, wie ist das jetzt für die ganze Bahn, die gesamte Arbeit am Weg zwischen Anfangs- und Endpunkt auszurechnen. Damit erhält man also die Arbeit W gleich das Integral, also die Summe über alle Wegelemente, die man dann immer feiner und feiner unterteilt, das kennen Sie schon, ein Kurvenintegral, von P0 bis PE, vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt, F-Pfeil, DR-Pfeil. Und wenn Sie jemand fragt, und das mag durchaus passieren, was ist also die Arbeit? Das ist das Integral vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt, FDR, wenn F der Vektor des Kraftfeldes ist und über diese Kurve zwischen Anfangs- und Endpunkt integriert wird. Konkret macht man das, wie Sie wissen, so, dass man die Kurve in kleine Abschnitte zerteilt und in jedem Abschnitt das Wort, was ich da gemacht habe, ich betrachte eine Summe über diese ganzen Delta W. Und das ist dann die gesamte Arbeit, die längs dieser Kurve an diesem Massenpunkt seitens des Kraftfeldes verrichtet wird. Das ist jetzt nur eine Aufsummierung von dem da hier. Naja, und das bedeutet jetzt insbesondere, dass wir da zwei einfache Spezialfälle sofort herausgreifen können. Ein Spezialfall ist also der, dass wir eine, also wir betrachten als Spezialfall, damit es besonders einfach ist, das ist aber nur ein Spezialfall, ausreden lassen bitte, dann. Als Spezialfall eine geradlinige Bewegung einerseits und eine konstante Kraft F. Das betrachten wir. Bitte. Ja, er wird durch das Kraftfeld natürlich beeinflusst, weil auf ihn wirkt eben diese Kraft. Die Frage war, ob der Massenpunkt durch die Kraft beeinflusst wird. Jawohl, natürlich. Die Kraft wirkt auf diesen Massenpunkt. Aber wie es konkret dann zu dieser Bewegung kommt,
das wollen wir gar nicht festlegen. Es kann zum Beispiel ein Zug sein, der auf einer Schiene unterwegs ist. Und dann gibt es Kräfte da, die auf ihn wirken. Und letztlich, es geht darum, was für eine Arbeit verrichtet wird von dieser Kraft, wenn sich der Körper längs dieser Kurve bewegt. Also jetzt nehmen wir an, er bewegt sich geradlinig und es wirke eine konstante Kraft. Und da schauen wir uns zwei Spezialfälle an. Der eine Spezialfall ist, dass diese Kraft parallel zur Geschwindigkeit ist. Also die Kraft und die Geschwindigkeit und damit die Bahnkurve zeigen in die gleiche Richtung. Dann haben wir natürlich W ist gleich. Und das ist dann nichts anderes als dieses, wie gesagt, Integral von P0 bis PE, F-Pfeil, DR-Pfeil. Aber wenn also die Kraft konstant ist und außerdem parallel zur Geschwindigkeit und damit auch parallel zu diesen ganzen Delta-R-Elementen, dann ist dieses Skalarprodukt natürlich gleich dem Produkt der Beträge und es kommt heraus der Betrag der Kraft mal der entsprechenden Wegstrecke. Andererseits, da haben Sie wirklich das Kraft mal Weg. Andererseits aber im Fall B, wenn die Kraft senkrecht steht, auf die Geschwindigkeit. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich da ein Reiter längs der Luftkissenbahn bewegt unter dem Einfluss der Schwerkraft. Die Bewegung ist horizontal, die Richtung der Schwerkraft vertikal, da ist die Kraft steht senkrecht auf die Bewegungsrichtung und damit senkrecht auf die Bahnkurve. In dem Fall ist es W gleich Integral von P0 bis PE FDR und nachdem die Kraft und das Wegelement DR immer senkrecht aufeinander stehen, ist das dann immer 0. Also wenn sich dieser Körper hier waagrecht bewegt oder wenn eine Stahlkugel praktisch reibungsfrei über einen waagrechten Tisch rollt, dann verrichtet die senkrecht gerichtete Schwerkraft an diesem Körper keine Arbeit. Deswegen ist es wichtig, wirklich das Skalarprodukt zu betrachten und nicht nur zu sagen, Arbeit ist einfach Kraft mal Weg. Und denkt daran an das Produkt der Beträge. Weil dann müssten Sie hier auch sagen, Kraft, das ist die Gewichtskraft, mal Weg, das ist die Strecke, die da von diesem Reiter hier zurückgelegt wird. Aber es wird hier tatsächlich gar keine Arbeit an diesem Körper verrichtet, wenn er sich da so horizontal bewegt. Und das kommt durch diese Definition zum Ausdruck, weil da drinnen Skalarprodukte stehen. Also es bleibt dabei, Weg mal Kraftkomponente in Wegrichtung und denken Sie an diese Zeichnung, um sich das klar zu machen. Und zuletzt für heute möchte ich noch den Begriff der Leistung einführen. Die spielt ja auch eine wichtige Rolle. Und zwar, wenn es dann darum geht, Arbeit in einer gewissen Zeit zu verrichten. Dann betrachten wir die Leistung. Und die Leistung ist ja nichts anderes jetzt als die Arbeit, die pro Zeiteinheit verrichtet wird. Wie viel Zeit man also braucht, um eine Arbeit zu verrichten. Und das nennen wir P, Power, während das ist W, Work. Wir versuchen uns heute bei den Buchstaben an die englische Sprechweise anzugleichen, weil heute auch die meiste Literatur auf Englisch ist und da werden oft solche Bezeichnungen gebraucht. Das P, das ist also einfach dW nach dT. Die Arbeit pro Zeiteinheit. Und man kann sich auch bei der Gelegenheit gleich die Dimensionen überlegen.
die Dimension oder Einheit der Arbeit ist gleich Kraftkomponente mal Weg, Newtonmeter. Und nachdem das so wichtig ist, obwohl das eh nicht so tragisch ist, Newtonmeter kann man leicht sagen, gibt man dem noch die Bezeichnung Joule. Also ein Joule liegt vor, wenn also in einer solchen Situation, wenn Kraft und Weg parallel zueinander ist, längs eines Meters eine Arbeit, eine Kraft von einem Newton verrichtet wird an einem Körper. Dann hat diese Kraft die Arbeit ein Joule verrichtet. Na und wenn es um die Leistung geht, dann geht es jetzt darum, dass die Einheit der Leistung jetzt wieder gegeben ist als Joule pro Sekunde. Joule pro Sekunde wäre auch leicht, es so stehen zu lassen, aber das nennt man noch James Watt, W Watt. Naja, es ist blöd, nicht? Da steht W für Work und da steht W für Watt. Und die Einheit der Work ist nicht Watt, sondern die Einheit der Work ist Joule und die Einheit der Power ist Watt. Also Sie werden das aber schon hinkriegen. Joule pro Sekunde ist Watt. Und man kann auch relativ leicht sich ausrechnen, wie denn jetzt diese Leistung tatsächlich dargestellt werden kann. Denn wir rechnen uns das jetzt aus. Das ist d nach dt von der Arbeit w. Also setzen wir ein p zur Zeit t0, wo es losgeht, bis p zur Zeit te am Ende. Und da sagen wir aber jetzt, wir sind noch nicht am Ende, sondern gerade mitten unterwegs an unserer, beim Durchlaufen unserer Bahnkurve. Also wir wollen jetzt da hineinschreiben, dass dw nach dt in dem Sinn, dass während der Massenpunkt sich da bewegt, ja laufend das w größer wird. Am Anfang ist noch gar keine Arbeit verrichtet werden, immer mehr und mehr und mehr Arbeit, bis man am Ende ist, dann hat man die gesamte Arbeit. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt zwischendurch, zum Beispiel hier, wurde schon eine gewisse Arbeit verrichtet. Und wenn es dann weitergeht, wird weitere Arbeit verrichtet. Und wenn man schneller wirft, wird die Leistung größer werden, weil dann die Arbeit pro Zeiteinheit größer sein wird. Also haben wir hier die Arbeit zwischen dem Anfangszeitpunkt und dem Zeitpunkt T, wo man sich gerade befindet. Naja, und da schreiben wir dann hin FDR. Und das formen wir um, wie man halt derartige Kurvenintegrale umformen kann, indem wir also schreiben, das ist gleich d nach dt von, und dieses Kurvenintegral schreiben wir es um als ein Integral von t0 bis t, indem wir da gleich eine Parameterdarstellung der Bahnkurve anwenden, indem wir schreiben f-Pfeil und dann dr nach dt-dt-. Ganz grob gesagt ist es so, aber das ist also etwas, was man so eigentlich niemals einem Mathematiker sagen darf. Wir haben hier mit dt- oben und unten erweitert. Aber natürlich, das ist nur höchstens eine mnemotechnische Hilfe. Man kann ein derartiges Kurvenintegral in der Weise zurückführen auf ein Riemannsches Integral über die Zeit. Und ich schreibe hier T', um diesen Integrationsparameter von der Integrationsgrenze hier zu unterscheiden. Und da sehen Sie jetzt, da haben Sie hier stehen f mal dr nach dt dt, dieses dr nach dt, das ist natürlich die Geschwindigkeit, V-Pfeil, mit der sich der Körper bewegt. Und Sie sehen daraus, Sie haben ja hier ein d nach dt von diesem ganzen Ausdruck. Das ist hier eine Differenziation nach der Zeit, hier eine Integration nach der Zeit.
daraus folgt also, weil sich das gerade wegkompensiert, dass die Leistung P geschrieben werden kann als nur hier der Integrand und das ist nichts anderes als F-Pfeil skalar multipliziert mit V-Pfeil. Und damit haben Sie die zwei wichtigen Größen des heutigen Tages, neben der Drehpunkt, neben der Massenmittelpunktsgeschichte, die Arbeit des Integral vom Anfang bis zum Ende FdR, die Leistung zu jedem Zeitpunkt während der Bewegung ist die dort angreifende Kraft mal der gerade vorliegenden Geschwindigkeit V-Pfeil. Wenn Sie den Arbeitsbegriff, meine Damen und Herren, gut verstanden haben, dann wird Ihnen auch der Energiebegriff keine Schwierigkeiten machen. Auf dem basiert alles. Knobeln Sie sich also alle Ihre Fragen bis morgen aus und belagern Sie mich mit diesen Fragen, sodass wirklich alle Sachen dann gut verstanden sind. Danke. Okay.